Moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Und, oh, ja, ich kann nicht laufen, weil ich nicht auf dem Fenster war. Das gibt's doch nicht so. Wir machen in dem Part die. Ne, wie heißt sie? Ihr wisst, was ich meine. Arena? Feuerarena, genau so war das. Und ja, da werden wir hauptsächlich Joker und Aqua einsetzen. Und ja, ne. Hier gibt's auch, das können wir ja mal machen, einen Pokémon-Quiz. Dann muss man die Vortrainer theoretisch nicht besiegen, wenn man das richtig macht. Aber ich besiege sie natürlich so oder so. Also sowieso. Oder ich werde es versuchen zumindest. Weißt du die richtige Antwort? Ja, genau. Das meine ich. Desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Ja klar, wenn man nicht zwischendrin heilen geht. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raupi zu Safcon? Ich würde ja sagen, ja. Hey, geh weiter. Ich will aber nicht weitergehen. Nein, jetzt bin ich nochmal drauf gekommen. Ah. Geht die Tür dann doppelt auf? Oh, ich habe zweimal eine Antwort schon richtig gehabt. So. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Ja, stimmt, du siehst auch so aus, wie die in dem Pokémon-Haus, die Diebe waren. Ach, der Ralf. Die alte Socke. So, Mama Steinhager. So, der haut rein. Schlauchsahne, die haut rein. So. 702, aha, naja. War halt doch nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Aber okay. Vulpix, Soll ich es mal mit irgendwas anderem versuchen? Nee, warum? Wir können ja zwischendrin noch heilen gehen. Ganz easy going. Irgendwann wird Steinhagel daneben gehen und dann wird mir sowieso was abgezockt und dann will ich sowieso zum Pokémon Center gehen, also ist das schon in Ordnung. So. Ja, die Level gehen aber noch klar. Also, ich meine, die auf der Trainerroute im Wasser, die hatten ja auch schon Level 36 Pokémon, oder? Bin ich da jetzt hier falsch? Reicht auch Durchbruch? Bitte reicht da auch Durchbruch. Wenn, ja, wahrscheinlich bleibt ein KP übrig? Nein, gut. Danke. Puh. Ach stimmt, auf Fliegen ist ja im Prinzip auch Step. Hm. Prinzipiell, wie Cornel sagen würde. So. Ach, jetzt zwei. Okay, das wusste ich gar nicht. Was glaubst du? Wie heißt... Achso, wie heiß der Feueratem deines Pokémon werden kann? Ja, ich hab so 267 Grad. Total ohne Sinn. Ach, der Ole. Der alte Streber, ne? Der hat immer die Einser abgegriffen. Und ich habe immer nur die Zweier bekommen. Ja, Bodyguard. Hui, ja. Das Team von einer Person. Ach so. Ja, vielleicht gilt das dann auch noch für die anderen Pokémon. Das kann natürlich sein. Das kann sein. Dann war es vielleicht gar nicht so blöd von dir. Noch ein Vulpix. Und dann noch ein Vulnona. No. Warum hat das vorher die ganze Zeit getroffen und jetzt gibt's den Geustauf? Das gibt's doch nicht. Dum. No. No. Ja, Flammenwurf wird denn nicht allzu viel bringen, denke ich. Klar, es ist eine starke Attacke, aber leider nicht effektiv auf mich. So, und jetzt verwirrt er sich selber. Er verwirrt sich selber, genau. Er verletzt sich selber durch die Verwirrung, meine ich natürlich. Ja, setzt du nur deinen Flammenwurf ein, das ist mir relativ wumpe. Vorausgesetzt, ich treffe jetzt langsam mal. Snapped out of confusion, genau, das habe ich mir gehofft. Das habe ich mir eher hofft. Das habe ich mir gehofft. Was? Hä?
Ja, oh, und wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ne? Doch, ich nutze in einem Schwall runter. Das ist krank. Vor allem heute Morgen, ne? Da hat es so mega übelst laut gedonnert. Das war echt unschön und das hat mich geweckt. Und das war erst recht nicht schön. Oh, Volltreffer, coole Sache. Aber die AP von Steinhagel sind jetzt down, deswegen gehe ich kurz im Pokémon Center. Denn ja, Aquana will ich hier eigentlich nicht so trainieren, weil das kann auch noch in der nächsten Arena trainiert werden und was weiß ich wo, überall noch. Und außerdem hat es ja noch ein höheres Level. Ah, stimmt, hiernach kommen ja. Ah, ja, 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 genau, genau. Okay, okay, das wird ganz lustig. Aber ich muss. Oh Gott, ich weiß dann gar nicht mehr, wie das da so weiterging. Auf den mysteriösen. Mhm. Ich will nicht spoilern. Aber es wissen wahrscheinlich sowieso alle, die hier zuschauen. Also warum. Warum nicht? Danach kommen wir auf die Islands. 1 bis 3 zumindest. Vorerst nur. So, zeig mal das Quiz her. Mhm. Ja, ja. Ja, jo, das habe ich voll verstanden. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nee, 8, oder? Ja. Vielleicht gibt es ja für die Pokémon-Liga noch einen, aber... Ich hätte jetzt mal auf 8 getippt und das war ja auch richtig. Weil ich so unglaublich gut bin. 4 Pokémon. Ach, geh mal fort. Mach mal fliegen, einfach nur aus Lust dran. Ach, das Ding, das Ponita oder so, kann auch irgend so eine komische Attacke, wo das hochspringt und dann wieder runter auf einem drauf basht. Oder so irgendwie, glaube ich. Hüpfer oder so irgendwas. Nee, das heißt sicherlich nicht, aber irgendwie sowas in der Art. Ich mache einfach nochmal fliegen. Zumal es ja ausreicht für die... Auf Level 34 hier zumindest. Oh, wie süß, Metallklaue. Hat er dann noch ein Vulpix und dann vielleicht noch ein Galoppa? Das wäre doch mal was. Weil irgendjemand hatte auf jeden Fall Galoppa. Aber ich weiß nicht mehr wer. Oh, niesen, niesen, niesen. Ich muss niesen. Nein, doch nicht. Gut. Oh, hat sich verzogen. Oh, ein Fukano, okay. Alle ersten Entwicklungen einfach mal durchgerattert. Oh, okay. Ich freue mich schon, wenn wir Owei entwickeln können. Das wird schön. Vielleicht klappt es ja schon auf den Inseln, weil da gibt es ja so ein paar Trainer zumindest, denke ich mal, soweit ich mich da noch dran erinnere. Nein, das war unprofessionell. Okay, ja, war's. Der sah eigentlich eher aus wie so ein Labortyp und nicht wie ein Streber. Der sieht aus wie ein Streber. Ja, entwickelt sich Quapsel dreimal. Also Quapsel, Quapuzzi, Quappo. Quapuzzi, Quappo. Das wären 2, aber... Ja, das ist jetzt... Die Frage ist ein bisschen komisch gestellt. Ja, okay. So war das gemeint. Wenn man jetzt Quapsel mitgezählt hätte... Ja, aber das ist... Nee. War schon richtig. Man muss es nur gescheit lesen. Dann klappt das. Ponita. Ah, ne, der hat auch nur einen Ponita. Vielleicht habe ich das mit dem hier verwechselt. Dafür auf einem angemessenen Level. Ja, das ist sogar auf dem Level von Nocturne und Owei. Also, not bad. Tja, aber leider hat es dir nichts gebracht, wa? So. Okay, die Werte habe ich mir jetzt gar nicht anschauen können so schnell, aber irgendwie, ich habe ein paar Dreier gesehen. Dann sollte das schon in Ordnung sein. Wie viele Trainer kommen denn da noch? Ah, ich glaube, das da rechts ist dann der letzte. Links ist dann der rechte. Links ist der rechte, genau. Links ist dann der letzte. So.
Sind Elektroattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Nein, die sind nämlich überhaupt nicht. Die erzielen gar keine Wirkung. Ja, ich bin so ein Pro und kann die Fragen, die falsch sind, auch noch richtig beantworten. Meine Fresse. Das würde sonst niemand schaffen. Nee. Man muss einmal Pokémon gespielt haben, da kann man die. Ah, der hat einen Galopper. Geht doch. Das ist ja klasse. Mal schauen, ob er das auch noch One-Hit-Down bekommt. Könnte eng werden, aber es klappt. Okay. Aber der Arenaleiter, der hat. Oh, der hat einen Arcani, das ziemlich stark war, glaube ich. Burkhardt. Autsch. So. Jo, ich glaube, das ist der letzte. Der letzte. Ah, das ist ein bisschen nervig, dass das hier die ganze Zeit wiederkommt, aber egal. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja, es kommt drauf. Ja, schon. Ne? Haha, ich bin so skillig. Weil die haben ja alle und verschiedene. Ich weiß immer noch nicht, wie man die nennt. Fähigkeiten, nein. Doch, oder so, irgendwie. Zum Beispiel störrisch oder sowas. Das ist bei jedem Pokémon eben verschieden. Und ja, ne? Deswegen sind die verschieden und nicht alle gleich. Ich glaube, da wäre ich am Anfang meiner Pokémon-Spielkarriere drauf reingefallen. Da hätte ich das bestimmt nicht gewusst. Aber mittlerweile geht das. Boom. Ich habe jetzt keine Lust, noch zum Pokémon Center zu gehen. Reichen die AP halt nicht aus, dann muss ich eben Aquana einsetzen. Meine Güte, was soll's. Oder kommt hier noch einer? Okay, hier kommt noch einer, dann gehe ich doch noch heilen. Dann haben wir jetzt einen Part nur in der Arena gemacht. Ist die Froschattacke. Froschattacke sagt mir leider nichts, aber ich weiß auch nicht, was TM28 in Wirklichkeit ist. Gegen Wasser kann man kann Feuer nichts ausrichten. Ja, das stimmt. Aber gegen Gestein und Boden auch nicht so viel. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja noch Level 48 mit dem Trainer hier, aber wenn ich das so sehe, glaube ich das eher doch nicht. Also wir werden, denke ich, 5 Team-Pokémon behalten, außer es kommt jetzt noch irgendwie ein richtig cooles Pokémon. Ach nee, stimmt, ich wollte ja noch was anderes reinnehmen. Wisst ihr was, das holen wir aber auch im nächsten Part, glaube ich. Ah nein, von den Islands kommt man glaube ich nicht runter und der kommt automatisch. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich könnte natürlich jetzt den Arenaleiter machen, aber ich glaube, ich hole mir erst noch das eine Pokémon, was ich trainieren möchte. Oder ja, vorausgesetzt, ich fange es eben. Und dann habe ich das auf den Islands schon dabei. Weil wenn ich die Pokémon-Arena beende, kommt der direkt und wir müssen mit auf die Islands. Und dann kann ich das nicht mehr fangen. Und auf den Islands könnte ich es natürlich schon trainieren. Also, ja, werde ich machen. Werde ich so machen. Tut mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen rauszögere mit dem Arenaleiter und das gerade Spannung pur war für euch. Aber ich werde das, wo ich es fange, auch nicht komplett machen jetzt. Ich werde dann einfach nur das Pokémon fangen und gutes. So, und zwar gehen wir. Kann ich hier hinfliegen? Ja, kann ich. Gut. Zum Felstunnel. Ja, was will ich da? Genau, ihr seht hier rechts das Wasser und wir haben ja jetzt Surfer und deswegen, deshalb wegen, ist hier kein Item, schade. Deswegen werden wir jetzt hier längs fetzen. Und ich will hier eigentlich noch gar nichts machen, Mann. Ich wollte gerade aufs Land gehen. Ich möchte hier jetzt noch gar nichts machen. Ich will einfach nur das eine Pokémon fangen. Vorausgesetzt, es kommt.
So, aber erstmal gucken, ob ich auch hier Pokébälle habe. Hups, da nicht. Okay, das sollte reichen. Hoffe ich mal. Und dann werde ich mal noch die Big Balls nach vorne. Ja, den will ich nicht besiegen jetzt. Den machen wir irgendwann später noch. So, wir gehen kurz ins E-Werk. Kraftwerk, Entschuldigung. So. Und was kommt, was kommt, was kommt, was kommt? Ja, okay. Okay. Joa. 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 Geht. Werde ich mir fangen. Und vielleicht auch ins Team. Ja, doch. Ich glaube, das nehme ich auch ins Team dann. So, Meisterball will ich dann doch noch nicht einsetzen. Aber Hyperbälle. Ja, okay, ich habe ihn jetzt nicht geschwächt, weil der ist nur Level 22 und dann habe ich ein bisschen Schiss, den zu schwächen. Jawohl, es klappt. Perfekt. So. Und zwar. Ja, das hat nur ein Auge und das guckt so ein bisschen komisch, deswegen Glubsch. So. Unglaublich guter Name, ich weiß. Jetzt kein Pokémon mehr. Danke. So. Das war's schon. Das war's schon. Jetzt können wir auch noch den Arena-Leiter machen. Ganz gepflegt, wie ihr das auch wolltet. Und ja, Magnetilo, ich weiß nicht. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann noch ein bisschen offscreen trainieren, weil da sind jetzt ja schon wieder hier 20 Level Unterschied. Aber ich weiß noch nicht wann. Ah, ich sollte vielleicht nicht Owei vorne lassen. Das wäre, glaube ich, nicht so schlau. Sondern den Joker. Oh, dass man hier nicht rennen kann. Was soll denn das? Oder kommt hier hier überhaupt schon? Ja, da ist es. Hast du hier auch noch einen Quiz? Nee, schade. Okay, dann eben nicht. Haha, ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. So heißt die, nicht Seeschwarminsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest Feuerhalter parat halten. Feuerheiler parat halten. Ja, Feuerheiler braucht man nicht unbedingt, wenn man Hyperheiler hat. Haha. Ich bin so gut. Level 42. Oh, oh, oh. Wow. Und dann hat er noch vier Pokémon, der Bobby. Das gibt's doch nicht. So. Der war noch nicht so das Problem. Punita wird auch noch nicht so das Problem sein. Nicht Fukano, Akani wird das größte Problem werden. Ich setze jetzt hier einfach mal noch ihn an. Ah, okay. Springt hoch. Ja, das meinte ich. Ja, geil. Jetzt treffe ich nämlich auch nicht. Oh Mann, warum bin ich schneller? Das war jetzt ein. Ja, Sprungfehler. So heißt das. Das war jetzt das erste Mal ein Fort. Nein, ich hätte Steinhagel. Steinhagel hätte es, glaube ich, auch in der Luft getroffen. Wäre zumindest irgendwie logisch. Oh Mann. Bleibt da noch ein Kopf. Jawohl, danke. Nein! Scheiße. Sowas hat der ja auch noch. Durchbruch. Mal schauen, vielleicht zieht es ja über die Hälfte ab. Wäre ganz nice. Lol, Volltreffer, okay. Cool. Yeah, Level 48. 3, 2, 2, 2, 2, 3. Cool. Nice. Das machst du gut. So, jetzt kommt Galoppa. Das kann bestimmt auch Sprungfeder. So, hier werde ich jetzt einfach. Ich wollte eigentlich Steinhagel einsetzen, aber okay. Jetzt kann ich ja mal testen, ob Steinhagel vielleicht trifft. Nee, okay. Ich hätte lieber Fliegen machen sollen, dann hätte ich jetzt ausweichen können, aber ich wollte das jetzt mal ausprobieren.
Okay, das wird jetzt doch ein bisschen risky dann noch gegen Akani, weil das Ding kann Body Slam und das haut ziemlich rein. Deswegen werde ich jetzt lieber Aquana einsetzen. Oh, Level 47. Übertreib. Also so stark hatte ich den auch nicht in Erinnerung. Oh, zum Glück geht das daneben, ey. Also Aquan hat natürlich gute Verteidigung, deswegen wäre das ja jetzt nicht so schlimm bei dem, aber ich denke, ja, Joker wäre da vielleicht down gegangen von Body Slam. Level 47 kommt er da einfach an, ey. Das ist doch hart. Ja, dein Feuer ist erloschen. Beim letzten Fall stimmt das sogar sehr gut zu. Aha, der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Oh, das wusste ich gar nicht. Cool. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Allerdings ist sie gegen Wasser-Pokémon machtlos. Ja, das ist so ziemlich jede Feuerattacke. Das mussten nicht extra dazu sagen. So. Feuersturm. 120 Stärke, 85 Genauigkeit. Warum nicht? Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Und zwar statt. Ah, das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich schade. Das ist eigentlich schade. Ja, aber statt Durchbruch. Ja, der gute alte Durchbruch hat uns lange begleitet und war auch ein guter Begleiter, muss man so sagen. Aber irgendwann muss man auch von ihm Abschied nehmen. Und dann kann ich gleich mal noch. Ach so, den habe ich ja noch gar nicht dabei. Ich wollte das jetzt Magnetilo beibringen. Aber egal. Dann eben doch nicht. Deswegen wollte ich eigentlich einen Elektro-Pokémon. Also zum einen, wir haben kein Elektro-Pokémon oder nur ein Pokémon, das eine Elektro-Attacke kann, aber da ist es richtig schwach. Nämlich Nocturne mit Donnerschlag. Und ja, so ein Elektro-Pokémon im. Fuck, das hatte ich vergessen. Hä? Wenn das nicht Pet ist. Ich bin das Bild lange nicht gesehen. Ich hoffe, du benutzt mein PC-System. Bla 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 bla. Insel 1 genannt. Ja, ich will den Barbecken. Ja, okay. Und los. Da kommt die Fähre. Scheint, dass das Schiff von meinem Freund auch angekommen ist. Er hat das extra zur Zinnoberinsel geschickt, um mich abzuholen. Schön. Nett. Toll. Toll. Super. Toll. Schön. Toll. Super. Wir sind da. Das ist Island 1. Hier gibt es die Inseln. Hier gibt es mehrere Inseln. Und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Das hatte ich jetzt vergessen. Das tut mir leid. Hallo Celio! Bill, ich kann es nicht glauben, dass du hierher kommst. Selbstverständlich. Was machen deine Forschungsarbeiten? Oh, warte mal. Pat, das ist mein Freund Celio. Er ist ein passionierter PC-Maniac. Celio, das ist Pat, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Genau. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt es Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut. Aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mal sehen. Moment noch. Ich denke, wir kriegen das hin. Darf ich helfen? Pat, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Okay, zu Island 2. Moment, das schreibe ich mir lieber mal auf, weil ich mache bestimmt wieder ewig lange Pause und nehme nichts auf und dann vergesse ich das wieder. So, Celio, Pat, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Den Tripass, ja, damit können wir auf Island 1, 2 und 3 reisen. Genau, mit der Fähre. Ja, das ist korrekt. Und die Karte wird erweitert, dass wir jetzt auch die Inseln auf der Karte sehen. So. Sind die Pokémon geheilt?
Fragezeichen? Nein, sind sie nicht. Dann mache ich das noch kurz. Oh, dann haben wir schon wieder 25 Minuten Part. Das gibt's doch nicht, ey. Was mache ich bloß? Was mache ich bloß? Und ja, ich muss dann noch Magnetilo aus der Box holen. Aber dann haben wir keinen Zerschneider mehr. Das ist nur schon blöd. Naja, egal. Bis zum nächsten Part und Schuss, Leute.